Liebe Geschwister, ich hoffe, dass es sich zum Allgemeinwissen entwickelt, die Vierteilung Ibn al-Battals, der sagte, dass wir die Namen Allahs in vier Kategorien einzuteilen haben. Sehr pädagogische Kategorien, sehr praktische Kategorien. Ja? Manchmal haben die Gelehrten einen aufgrund ihres Wissens sehr hohen Zugang zu den Dingen. Aber er wird von der Basis manchmal nicht richtig nachvollzogen. Aber das hier ist für jeden nachvollziehbar. Ibn al-Battal sagte, dass die Namen Allahs jeweils in vier Kategorien, teilweise auch mit der Möglichkeit, sie doppelt oder gar dreifach einzuordnen, in vier Kategorien einzuteilen sind. Einmal Namen, deren Verwirklichung man nicht miterleben möchte, zumindest nicht an der eigenen Haut. Al-Jabbar, Allah ist derjenige, der auch unterwirft. Aber wen unterwirft er? Tyrannen, Übertreter. Und wenn sich dieser Name verwirklicht am Tage des Gerichts, möchte keiner von uns selbst betroffen sein. Stimmt's? Das heißt, wir suchen unsere Zuflucht davor, selbst betroffen sein zu können, vor der Verwirklichung am Tage des Gerichts von diesem Namen. Und andererseits, die andere Kategorie, wir erhoffen uns, mit dabei zu sein, betroffen zu sein im positiven Sinne, wenn sich dieser Name verwirklicht. Ar-Rahim, der Vergebungsvolle, ist einer dieser Namen. Der Barmherzige ist einer dieser Namen. Al-Ghafur, der Vergebungsvolle, ist ein weiterer. Und dann gibt es Namen, die tragen Eigenschaften mit sich. Ja, jeder Name trägt eine Eigenschaft mit sich. Aber nicht jede Eigenschaft von Allah bedeutet, dass er aus dieser Eigenschaft abgeleitet einen Namen bekommt oder einen Namen sich selbst gegeben hat. Aber jeder Name Allahs trägt eine Eigenschaft mit sich. Und es gibt Kategorie 3, wenn man möchte. Die Reihenfolge habe ich jetzt nicht auswendig von Ibn al-Battal, ist ja auch unerheblich. Kategorie 3, es gibt ein menschenmögliches Maß dieser Eigenschaft, die auf Allah Ta'ala bezogen natürlich unvergleichlich ist. Aber du sollst es im menschenmöglichen Maß in dir erziehen und gegenüber deinen Mitmenschen ausleben. Ar-Rahim passt da auch rein. Die Rahma, die Barmherzigkeit. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird als Rahim beschrieben im Koran. Und die vierte Kategorie, dass es einige Namen gibt, da gibt es keinerlei Eigenschaft, die auch nur irgendwie auf den Menschen oder irgendein anderes Geschöpf Anwendung finden kann oder verwirklicht werden kann. Und dafür sollte man eine Ehrfurcht haben. Al-Ilah ist einer der Namen Allahs, die einzig wahre Gottheit. Da gibt es für uns Menschen nichts, auch noch nicht mal den Hauch eines Hauchs, eines Hauchs, eines Hauchs. Davor haben wir Ehrfurcht, demütige Ehrfurcht. Aber wie gesagt, andere Namen, wo es im Menschenmöglichen steht, die damit verbundene Eigenschaft in sich zu erziehen und gegenüber den Mitgeschöpfen auszuleben. Diese vier Kategorien, sehr praktisch, sehr erziehungsreich, sehr wertvoll. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen und für alle Mitgeschöpfe insgesamt. Der Kluge wird jetzt wissen, heute geht es um eine Eigenschaft, die auch den Menschen betrifft. Sonst wäre diese Einleitung nicht gegeben. Tatsächlich, liebe Geschwister, geht es heute um zwei Namen Allahs, die im Koran festgehalten werden. Einerseits sagt Allah Ta'ala im Koran, وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا und weiter, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Allah Ta'ala beschreibt sich hier als Shakir, als derjenige, der dankbar ist. Allah ist der Dankbare. Und eine weitere Ayah spricht davon, Inna Rabbana la ghafurun shakur. Dass die Gläubigen im Koran sprechen, und der Koran ist Allahs Wort, dass unser Herr ist der Vergebungsreiche in der Steigerungsform und der Dankbare, der sehr Dankbare, ja, Shakur ist die
Steigerung. Ja? Shakur, der Name wird einigen von euch bekannt sein. Ich hoffe, als Name Allahs, ja, und dann als ein Name von einer Person. Und daher leitet sich dieser Name eben auch ab, ja, liebe Geschwister, die vielleicht überrascht sind, ja. Wie kann Allah dankbar sein? Was bedeutet überhaupt Dank? Und die Gelehrten sagen, dass der Dank, er bedeutet, dass man eine lobenswerte Tat auch lobt. Ja, das ist schon ein Dank. Und dass man die lobenswerte Tat auch belohnt. Und in dem Sinne ist Allah es, der auch die guten Taten als Lob bereits im Diesseits seinen Dienern zukommen lässt. Ein Hadith sagt beispielsweise, dass das Lob, was Menschen gegenüber anderen Menschen aussprechen, auch ein Gnadenerweis ist, den Allah Ta'ala so den gelobten Menschen zukommen lässt. Und am Tage des Gerichts ist natürlich die Vollendung des Lobs für die ruhmreichen Taten. Und natürlich auch, dass man diese Taten nicht nur verbal gedankt bekommt, symbolisch gedankt bekommt, sondern dass man auch einen handfesten Lohn dafür bekommt. Und wer ist großzügiger, liebe Geschwister, als Allah Ta'ala? Wer ist barmherziger als Allah Ta'ala? Und die Angelegenheit der Dankbarkeit, liebe Geschwister, ist in eine sehr, sehr hohe Position gehoben worden. Allah Ta'ala sagt in Surat An-Nahl, die Sure, in der auch Bienen vorkommen, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Und er gab euch Gehör, Augenlicht und Herzen. Und warum das alles? La'allakum tashkurun. Auf dass ihr dankbar sein möget. Das heißt, Dank zu empfinden, zu geben, auszuleben, liebe Geschwister, das ist von Allah Ta'ala in diesem Vers des Korans als Lebenssinn bezeichnet worden für uns. Subhanallah. Es ist nicht nur eine Tahsiniya, ja, etwas Verschönerndes, ja, wie beispielsweise Tapete eigentlich nur den Sinn der Verschönerung hat. Ja? Die Dankbarkeit, liebe Geschwister, ist nichts, was irgendwie extra dazukommen kann, sondern ist etwas Essentielles. Denn wie gesagt, wir haben den Auftrag, in uns die Dankbarkeit zu erziehen und auszuleben gegenüber anderen. Und wir haben unseren Lebensauftrag zu erfüllen. Wir haben unseren Lebenssinn zu erfüllen. Al-Mannawi, er beschrieb die Dankbarkeit als Mühe, dass man im Herzen Dank erzieht, dass man im Herzen anerkennt. Und manchmal ist es ja nicht leicht. Vielleicht hat man einen Gefallen von jemandem bekommen, man mochte das nicht, in dem Moment die nehmende Hand zu sein, ja, der Empfänger zu sein, der aus der Not Gerettete zu sein. Ja, manchmal wollen wir lieber Boss sein, manche ständig. Aber dass man im Herzen dieses Gefühl der Anerkennung hat und dass man sich darum bemüht, es auf der Zunge auszusprechen und dass der gesamte Körper danach strebt, diesen Dank auszuleben. Das heißt, der Dank, liebe Geschwister, wie Al-Mannawi ihn beschreibt, er ist eine Anerkennung im Verstand und im Herzen. Man hört ihn auf der Zunge und man sieht ihn, ja, weil der gesamte Körper danach strebt, diesen Dank auch auszusprechen, auszuleben. Was passiert, was ist so essentiell am Dank, dass Allah Ta'ala dies als Lebenssinn erhoben hat? Dass Allah Ta'ala sich selbst als Ash-Shakir und Ash-Shakur beschreibt.
Was bedeutet für uns der Dank? Wenn wir dankbar sind, liebe Geschwister, für etwas, dann haben wir zuallererst die Beziehung zum Geber. Ja, letzte Woche kam ein Muslim zu mir und sagte, er hat als er zum Automaten kam, wollte, um Geld zu ziehen, sah er dort 1000 Euro. Und er nahm die 1000 Euro und ging damit zur Polizei und hinterlegte diese. Und es gibt eine Regelung, dass nach 6 Monaten, wenn der Besitzer, der Eigentümer, das Verlorene nicht wieder in Besitz nimmt, dass dann der Finder Besitzer dieses Fundstücks wird. Ja, und so hat er mir den Brief und alles gezeigt und er sprach darüber, was mache ich jetzt mit dem Geld? Ja? Und subhanallah, ich habe ihm gesagt, ja, Bruder, weißt du, was das Schönste ist an der ganzen Sache? Ja, weil es ist erlaubt für ihn, dieses Geld anzunehmen. Es ist jetzt sein Eigentum. Ja? Nicht unbedingt die Zahl. 1000 Euro ist ganz gut, oder? Ja, schon eine schöne Summe. Aber selbst wenn es 1 Cent gewesen wäre, liebe Geschwister, weil es eine Gabe von Allah ist, ein Geschenk von Allah, deswegen hat es einen Wert. Nicht, weil die Zahl einige Nullen dran hat, sondern von wem kommt es? Von wem kommt es? Wenn irgendjemand eure Eltern beleidigen würde und dann sagt, hier habt ihr 100 Euro, würdet ihr die 100 Euro annehmen? Ihr würdet sie nicht annehmen. Nicht, weil das Gegebene etwas Schlechtes ist, aber weil der Geber keine gute Absicht hat, weil der Geber euch verhasst ist. Und so müssen wir verstehen, wenn eine Gabe von Allah kommt, so können wir sie nicht als klein ansehen. Weil von wem kommt sie? Von unserem Schöpfer. Von unserem liebevollen Schöpfer. Al-Wadud. Al-Khaliq. Man hat also eine Beziehung zum Geber. Und man hat auch eine Wertschätzung des Gegebenen. Und wenn man etwas wertschätzt, man sagt, Subhanallah, damit kann ich dies oder jenes machen. Was passiert dann? Man nutzt das auch. Viele Menschen haben ungenutzte Gaben. Und andere sagen, ja, Subhanallah, wenn ich diese oder jene Gabe hätte, ich würde dieses und jenes damit machen. Und diese Menschen haben diese Gaben. Gesundheit, Zeit, Intelligenz, Einfluss. Aber sie nutzen diese Gabe nicht. Wenn sie dankbar für diese Gaben wären, dann würden sie dies auch sehen darin, dass sie benutzen. Das heißt, Dankbarkeit, liebe Geschwister, führt dazu, man hat die Beziehung zum Geber. Und man nutzt auch das Gegebene. Nicht, dass man ja, etwas Wertvolles hat, etwas Einflussreiches hat, aber man nutzt es nicht. Und wenn man die Dinge nutzt, habt ihr nicht gesehen, dass jeder Arbeiter, oder jeder Aktive, der eine Gabe nutzt, dass damit eine gewisse Glückseligkeit einhergeht? Leute, ja, sind zufrieden mit ihrer Arbeit, sind stolz auf ihre Arbeit. Ich war einmal mit einem ein Bruder, der in einer Zahnarztpraxis arbeitet. Er suchte mich zu einem Gespräch einmal und wir haben nebenbei etwas gegessen. Und man hat sich etwas kennengelernt, auch im Rahmen des Gesprächs, und dann nahm er sein Handy raus und erzählte von seiner Arbeit und hat gar nicht mehr aufgehört, von seiner Arbeit zu erzählen, ja, und mit einer richtigen Begeisterung. Und dann zeigte er mir die Gebisse von seinen Patienten, also nicht das Gesicht, ja, sonst wäre die Privatsphäre verletzt, sondern nur die Gebisse. Und sagt, hier, guck mal, vorher und nachher. Und ich habe keine Reklamation. Ich achte darauf, dass jeder mal zufrieden ist. Und er, ja. Und eigentlich waren wir gerade beim Essen und eigentlich für alle Nicht-Zahnärzte ist das nicht so, ja, appetitanregend. Aber dieser Mann hat mich inspiriert. Ich habe gesehen, wie glücklich er ist in dem, was er tut. Und wenn man glücklich ist in dem, was man tut, ist man auch erfolgreich. Und wenn man erfolgreich ist, passiert das, was mir passiert ist. Man wird inspiriert, beziehungsweise man inspiriert andere. Du bist dankbar, du bist aktiv, du bist glücklich deswegen. Deswegen wirst du auch erfolgreich sein. Und selbst wenn es sich in einem weltlichen Maßstab oder auf eine weltliche Art und Weise sichtbar ist, dein Glück, was du mit dieser Aktion verbindest, ja, das wird andere Menschen inspirieren. Auch in ihrem Bereich mehr Perfektion an den Tag zu legen. Und so hat man ein bedeutungsvolles Leben, nicht nur für sich, sondern auch
als Inspiration für andere. Aber Dank bei all dem hohen Stellenwert, wir spüren auch, ist manchmal nicht leicht. Wie gesagt, weil der Dankbare, er muss anerkennen, dass er etwas nötig hatte. Oder er muss anerkennen, dass sein Gefühlsleben beeinflussbar war. Ja, im Sinne von, es hat ihn glücklich gemacht. Ja? Und in der heutigen Zeit möchte jeder unbeeindruckt sein. Ah, ist mir egal. Aber dann hast du etwas bekommen und es hat dich glücklich gemacht. In dem Moment spüren wir unsere Bedürftigkeit und unsere Abhängigkeit. Und dass jemand anderes gegenüber uns einen gewissen Vorzug hat, denn er war der Geber und wir waren der Empfänger. Deswegen ist Dankbarkeit auch so eine gute Schule, liebe Geschwister, für unsere Demut. Das heißt, wer Dankbarkeit trainiert, der trainiert automatisch die Demut mit. Weil die Anerkennung darin auch verankert ist. Und wer Demut trainiert, liebe Geschwister, der macht gerade das, was der Scheitan vernachlässigte. Was Iblis erst zum Scheitan machte. Ja, denn es war was gewesen, was ihn dazu geführt hat, Allah Ta'alas Befehl nicht umzusetzen, Hochmut. Und wie kann man Hochmut bekämpfen? Durch Demut. Ja? Und Demut trainiert man durch Dankbarkeit. Weil darin mit eingeschlossen ist, den anderen anzuerkennen als vorzüglich einem selbst gegenüber. Weil er hat einem den Tag schöner gemacht. Weil er hat einen aus einer gewissen Not oder aus einer gewissen Peinlichkeit auch herausbefreit. Subhanallah, ein Wort, was uns ermuntern sollte, wenn nicht gar warnen sollte, Dankbarkeit als Lebensphilosophie zu haben. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem auch authentischen Hadith von vielen Hadith-Überlieferern in ihren Sammlungen berücksichtigt, von Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad und Ibn Majah und Tirmidhi und Al-Dhahabi hat ihn auch verwendet, rahimahumullah. لا يشكر الله ما لا يشكر الناس. Derjenige, oder es dankt nicht Allah, kein Dank wird Allah von demjenigen erwiesen, der nicht den Menschen dankt. Sehr tiefsinniger Hadith, der auch die Gelehrten dazu führte, zwei Bedeutungen herauszuarbeiten aus diesem Hadith. Zum einen, dass Allah deinen Dank ihm gegenüber nicht annimmt, außer du dankst auch den Menschen. Ja, das heißt, wir können nachts so viel beten, wie wir wollen, tagsüber im Bittgebet vertieft sein, wie wir wollen. Wenn wir nicht auch den Menschen zusätzlich danken für das, was sie uns gegenüber geleistet haben, nimmt Allah diesen Dank nicht an. Und andere Gelehrte, sie sahen eine andere Bedeutung überwiegen, nämlich, wer nicht die Gewohnheit hat, Menschen zu danken, der kann auch nicht Allah dankbar sein. Das geht gar nicht. Es geht nicht, dass es jemanden gibt, der Allah dankbar ist, aber nicht gleichzeitig den Menschen. Ja? Und beide Bedeutungen, liebe Geschwister, sind praktisch sehr relevant. Wir nehmen mal beide auf und versuchen sie in uns wirken zu lassen. Ja? Lasst es uns zur Gewohnheit werden lassen, Dank nicht nur auszusprechen, sondern zu zeigen, durch Geschenke, durch Aufmerksamkeiten, durch Anerkennungen, ja, SMS, ja, und alle möglichen anderen Kommunikationswege, ja. Wir sollten alle eine Liste anfertigen. Wem gebührt Dank? Wem gebührt Dank? Und nicht einfach so, ey, ich wollte mal Danke sagen, ja. Okay, alles klar. Aber schöner ist, wenn man nochmal hört, wofür. Ja? Weil dann weiß man, okay, da hat sich jemand gerade beschäftigt. Der wollte nicht einfach nur irgendwas oberflächlich machen, weil der Imam letzten Freitag irgendwas gesagt hat. Ja? Sondern er hat über etwas nachgedacht. Und manchmal ist das auch Heilung für Beziehungsschwierigkeiten. Weil ist nicht der Hauptgrund oder einer der Hauptfaktoren für Streit mangelnde Anerkennung des anderen, einem selbst gegenüber oder das, was man geleistet hat. Und dann fängt es an, hoffnungslos zu werden. Ja, wenn er nicht anerkennt, dass ich dies und jenes gemacht habe. Ja, welchen Sinn hat das noch? Ja.
Und so werden auch seelische Wunden geheilt. Das heißt, macht euch Gedanken, wem gegenüber muss ich Dank zeigen? Wofür? Und wie zeige ich meinen Dank? Ja? Durch welche Aufmerksamkeit? Durch welche Worte? Durch welches Geschenk? Durch welche Geste? Ja, zeige ich meinen Dank? Und nun, liebe Geschwister, auch, das ist etwas hart zu kauen, hart zu schlucken, aber es liegt auf dem Weg zu unserer Vervollkommnung im menschenmöglichen Sinne. Allah dafür zu danken, nicht dafür, was er einem alles gegeben hat und was wir so genießen, sondern auch dafür zu danken, was er einem vorenthalten hat. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Und würde Allah seinen Dienern die Versorgung großzügig ausweiten, ja, jeder von uns wäre jetzt Millionär. Stellt euch mal vor. Wie viele von uns, die dann wirklich Millionär wären, wären dann heute beim Freitagsgebet gewesen? Gute Frage. Viele von uns wären vielleicht durch die Millionen schwach geworden und wären irgendeiner anderen Sache nachgegangen, die noch nicht mal in irgendeiner Stufe gut ist. Ja? Das heißt, würde Allah Ta'ala seinen Dienern die Versorgung großzügig, also erweitern, ja, maßlos erweitern, würden sie auf der Erde Ungerechtigkeit verüben? Allah lässt im richtigen Maß herabkommen, was er will. Und er hat Kenntnis von seinen Dienern und sieht sie wohl. Ja, das heißt, wir müssen Allah auch dafür danken, für Vorenthaltungen. Allah dafür danken, dass er uns auch gewisse Niederlagen gegeben hat. Und die Weisen, ja, die, sie sprachen über diese Angelegenheit auch. Ja, ich habe euch drei Weisheiten vorbereitet. Das, verzeiht, ich habe das jetzt hier, ist wohl durch Copy-Paste irgendwie verloren gegangen. Sinngemäß, dass man aus den Niederlagen mehr lernen kann, als aus den Siegen. Und dass die Niederlagen, dass der Sieger viele Freunde hat und derjenige, der gerade eine Niederlage durchmacht, nur wahre Freunde hat. Ja? Das heißt, durch die unangenehmen Prüfungen Allahs, durch seine Vorenthaltungen auch, dass er einem gewisse Dinge nicht gegeben hat, daraus können wir dann lernen. Das sind die Bausteine unserer Weiterentwicklung. Und das sind auch gewisse Filter, die uns zeigen, wer steht uns in schweren Zeiten bei und wer kennt uns nur, wenn es uns gut geht. Und da brauchen wir ein Vertrauen in unseren Rabbi, ja, in Rabbuna, in unseren Herrn, der uns auch erzieht, ja. Das Wort Rabbi, ja, beinhaltet auch die Tarbiya, die Erziehung, dass Allah Ta'ala uns erzieht. Und er erzieht uns eben auch, indem er uns teilweise einige Dinge vorenthält. Und Allah Ta'ala sagt uns aufweckend, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vielleicht ist euch etwas zuwider, obwohl darin Gutes liegt. Es ist gut für euch. Und vielleicht mögt ihr etwas, obwohl es übel für euch ist. Wer weiß? Allah sagt, er weiß und wir wissen nicht. Allah weiß, aber wir wissen nicht. Und die Gelehrten haben auch dazu gesagt, das ist der Unterschied zwischen dem Shakir und Shakur unter den Menschen. Der Shakir ist derjenige, der, wenn es ihm gut geht, sagt, danke Allah. Haben wir das eine Stufe? Aber das ist nur die zweite Liga, liebe Geschwister. Die erste Liga, darin spielen diejenigen, die Shakur sind, ja, nämlich auch dankbar für das, was Allah ihnen nicht gegeben hat. Dankbar für die Prüfungen, für die unangenehmen Phasen im Leben.
Krankheit und Verlust, ja, Trauer, Wut, Niederlage. Und diejenigen, die dafür dankbar sein können, die werden von Allah Ta'ala Shakur genannt. Und sie bekommen noch etwas Zusätzliches, einen Bonus. Dass sie Dinge sehen können, die von anderen nicht gesehen werden. Dass sie von Ereignissen lernen können, die für andere vollkommen belanglos sind. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, Allah Ta'ala sagt im Koran, verzeiht, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Und erinnert sie an die ereignisreichen Tage des Islam, ja, oder an die besonderen Lektionen, die Allah Ta'ala in die Geschichte hineingewoben hat, ja, hineingegeben hat. Denn darin liegen Zeichen für diejenigen, die sehr geduldig sind und für diejenigen, die Shakur sind. Aber wenn du bloß ein Shakir bist oder noch nicht mal das, wird man sich fragen, ja, warum ist es jetzt passiert? Welchen Sinn hat das gehabt? Oder was können wir daraus lernen? Aber der Shakur, der bekommt von Allah Ta'ala einen Überblick und eine tiefe Einsicht in die Angelegenheit. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, unsere Weiterentwicklung beinhaltet, dass wir stärker werden. Und das ist auch eines der Lektionen, welche wir aus den folgenden Worten Allah Ta'alas ableiten können. Denn wenn Allah Ta'ala sagt, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا الحمد لله يَهْدِينَكُمْ وَاللَّهُ يُسْلِحُ بَالَكُمْ. Wenn Allah Ta'ala sagt, dass wahrlich mit der Erschwernis geht Erleichterung einher, wahrlich mit der Erschwernis geht Erleichterung einher, dann ist damit auch enthalten, dass durch die Erschwernis, an die wir uns anpassen müssen, eine Stärkung einhergeht und diese Stärkung, dass mit der Stärkung Erleichterung einhergeht. Ein Gewicht, was wir vorher nur schwer halten, aushalten konnten, tragen konnten, wird auf einmal nicht nur ertragbar, sondern wird auf einmal etwas, ja, womit man leben kann, was man leicht handhaben kann. Wenn einen anderen diese Prüfung trifft, kann man Ratschlag geben und unterstützen, weil man hat es selber auch durchgemacht. Weiter, liebe Geschwister, auch kürzend aufgrund der Zeit. Ich bin auch in einem Lernprozess, dass ich versuche, das meiste aus der Zeit zu machen, wobei ich heute recht gut war. Ich habe leider nur etwas später angefangen. Allah Ta'ala, er möchte uns ermutigen. Er möchte uns einladen, ja, liebevoll erziehen durch die folgenden Worte. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Und euer Herr hat verkündet, und als euer Herr verkündete, wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch mehr geben. Wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch mehr geben. Subhanallah. Da hat man richtig Lust, dankbar zu werden, oder? So barmherzig ist Allah Ta'ala. So barmherzig ist Allah Ta'ala, dass er uns auf diese Art und Weise einlädt, unseren Lebenssinn zu erfüllen. Unsere Erziehungsaufgaben zu bewältigen, die nie unbedingt angenehm ist, ja? Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Veränderung erfordert, dass man seine Gewohnheiten ablegt. Der Mensch ist oft selbstgerecht und die Selbsterziehung verlangt von einem einen selbstkritischen Blick. Und seht, wie Allah Ta'ala uns herausholt, ja?
aus unserer Selbstgerechtigkeit und aus unserer Bequemlichkeit. Er holt uns raus durch eine, nennen wir es Gier nach mehr. Wie gnädig doch Allah Ta'ala ist, oder? Subhanallah. Wie gnädig doch Allah Ta'ala ist, Alhamdulillah. Liebe Geschwister, lasst uns mit den Worten Allah Ta'alas abschließen, in denen er Worte der Geehrten verewigt. La nuridu minkum jazaa wa la shukura. Damit wir nicht rausgehen mit den falschen Gedanken, ja, Allah Ta'ala lobt diejenigen, die Gutes tun und sagen, wir wollen keinen Lohn und wir wollen auch keinen Dank. Ja? Lasst uns das Gesagte heute auf uns selbst beziehen, auf unseren eigenen Dank, den wir im Herzen erstmal anerkennen müssen. Dank Allah Ta'ala gegenüber, Dank den Menschen gegenüber. Lasst uns unserer eigenen Selbsterziehung uns widmen und nicht, dass wir jetzt rausgehen und gucken, ja, wer dankt mir jetzt und wer dankt mir nicht, denn diese Worte sollen uns auch begleiten. Wir wollen von den Menschen keinen Dank, wir wollen von den Menschen auch keinen Lohn. Wir tun das, was wir tun, aufgrund einer Überzeugung und aufgrund dessen, dass wir mit dem Herrn auch verbunden sein möchten. Dass wir Rabbaniyun sind, liebe Geschwister. Ja? Mit unserem Herrn in einer spirituellen, seelischen Beziehung.